Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda. Individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Für Sie umgebaut. 3-Raum-zu-2-Raum-Wohnungen mit geräumigem Bad, größerer Küche und Abstellraum. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy.de. Mobiles Bezahlen kann alles, was Bargeld kann. Fast alles. Zahlen ist einfach, weil man dafür nichts weiter als das Handy braucht. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 11. Juni. Schön, dass Sie mit uns in den Abend starten. Die Lausitz für die Zukunft fit machen stand am Dienstag bei der gemeinsamen Kabinettssitzung der Länder Brandenburg und Sachsen in Hoyerswerda auf dem Plan. Mehr dazu jetzt. Auf Augenhöhe und das trotz des Größenunterschiedes waren Dietmar Woidke und Michael Kretschmer im Hoyerswerda Schloss. Im Beisein der beiden Ministerpräsidenten wurde eine Kooperationsvereinbarung zur Unterstützung der Standortentwicklung in der Lausitz zwischen der Wirtschaftsförderung Brandenburg, der Wirtschaftsförderung Sachsen und der Wirtschaftsregion Lausitz unterzeichnet. Damit sollen Investoren und Unternehmen besser und länderübergreifend angesiedelt werden. Für die beiden Kinder der Lausitz ein wichtiges Muss, um die Zukunft der Region zu sichern. Diese jetzige Rahmensetzung ist für diese Region eine Chance, die es in dieser Art und Weise bisher nie gegeben hat und die es wahrscheinlich, wenn wir sie verabsäumen sollten oder verpassen sollten, in den nächsten Jahrzehnten in dieser Art und Weise zumindest nicht wieder geben wird. Und diese Chance zu nutzen, diese Region voranzubringen als Modellregion für die Verbindung von Klimaschutz und Wirtschaftsstärke, für die Verbindung von Einsparung klimarelevanter Gase und Schaffung von zusätzlicher Wertschöpfung in der Region. Das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Und ich glaube, wir sind wirklich auf einem guten Weg, diese Herausforderung zu bewältigen. Doch bei aller Leidenschaft sind es vor allem Zahlen, die die Landesvertreter zum Handeln bewegen. 20 Jahre Zeit, einen verlässlichen Korridor von 40 Milliarden Euro, gemeinsam die Überzeugung, dass man in Brüssel für ein Beihilferecht für diese Kohleregionen eintreten muss, um Ansiedlungen stärker zu unterstützen, ein Planungsbeschleunigungsrecht, was uns in die Lage versetzen soll, innerhalb kürzerer Zeit Infrastruktur zu bauen, ein Maßnahmenpaket für Infrastruktur, die diese Region wirklich erschließen soll. Ich finde es richtig, dass viele Kritiker mittlerweile ruhig geworden sind, bis auf diejenigen, die den Klimawandel grundsätzlich leugnen, Donald Trump und seine Fans, die er in Deutschland haben mag. Alle anderen sehen eine riesige Chance für die Lausitz. Eine besonders enge Abstimmung ist bei strategisch wichtigen Zukunftsthemen über eine gemeinsame Steuerungsgruppe vereinbart worden. Dies betrifft vor allem die Bereiche Verkehrsinfrastruktur sowie Forschung und Innovation. Konkret riefen die Landesregierungen den Bund auf, die gegenüber der Republik Polen gegebenen Zusagen zum Ausbau deutsch-polnischer Strecken einzuhalten. Auch der Breitbandausbau soll gerade in dünn besiedelten Regionen vorangetrieben werden. Die Landesregierungen sprachen sich zudem dafür aus, dass in der Lausitz ein länder- und spartenübergreifendes Festival etabliert wird. Und auch aus Berlin soll zusätzlich noch frischer Wind in die Region kommen. Auch wir bieten sogenannte Anker für Beschäftigung, das heißt öffentlich bezahlte Beschäftigung in Form von Behörden, Forschungsorganisationen und andere,
die wir in die Regionen verlagern, um zusätzliches Beschäftigungspotenzial hier zu erschließen. Braun betonte, dass der Strukturwandel in der Lausitz auch auf Bundesebene allergrößte Priorität hat. Und dies soll sich noch in diesem Jahr in Gesetzen widerspiegeln. Ein weiterer Eckpunkt ist die Stiftung für das sorbische Volk. Das aktuelle Finanzierungsabkommen zwischen Brandenburg, Sachsen und dem Bund läuft 2020 aus. Die beiden Heimatländer der Sorben und Wenden wollen ein neues Abkommen abschließen, damit auch die Zukunft der Stiftung gesichert ist. In der Drehscheibe Lausitz folgen nun Kurznachrichten kompakt zusammengefasst. Der Bund und der Freistaat Sachsen unterstützt den Stadtumbau von Hoyerswerda mit mehr als 2 Millionen Euro. Am Dienstag übergab Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer die Fördermittelbescheide an Oberbürgermeister Stefan Skora. Die mehr als 2 Millionen Euro sind richtig gut angelegtes Geld, so Kretschmer weiter. Das Kapital stammt aus dem Bund-Länder-Programm Stadtumbau und ist unter anderem für den Abriss von Wohngebäuden und 2 Turnhallen in der Stadt vorgesehen. Ein städtebaulicher Schwerpunkt ist die Sanierung des leerstehenden ehemaligen Konrad-Zuse-Gymnasiums in Wicker 1. Das denkmalgeschützte Gebäude soll um einen Neubau erweitert werden und künftig den zentralen Oberschulstandort in Hoyerswerda beherbergen. Dafür werden rund weitere 1,4 Millionen Euro bereitgestellt. Zum 13. Mal findet in diesem Jahr das internationale Folklore-Festival Lausitz statt. Mit dabei sind mehr als 35 Tanz- und Folkloregruppen aus 14 Ländern, darunter auch wieder die sorbische Volkstanzgruppe Schmerlitz. Erstmals vertreten sind die Länder Peru, Bolivien, Nepal und Algerien. Bei den internationalen Tanzgruppen handelt es sich laut Marco Kova von der Domavina um Vertreter von nationalen Minderheiten in ihren jeweiligen Ländern. Den Auftakt des Folklore-Festivals am 4. Juli bildet wie immer ein Festumzug durch Bautzen. Am 5. Juli stellen sich die Teilnehmer in Drachhausen vor, bevor sie am 6. Juli in 6 Krostwitzer Höfe ihre Programme aufführen. Dazu zählt auch der Kralsche Hof, der in den kommenden Monaten einen besonderen Fassadenschmuck erhält. Der Künstler Stefan Hanusch wird ihn mit einem Gemälde zum Thema sorbische Geheimnisse verzieren. Am 7. Juli endet das Festival in Krostwitz mit dem Abschlussfestzug aller Teilnehmer. Über die Situation im Pulsnitzer Pfefferküchler Handwerk hat sich der sächsische Umwelt- und Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt am vergangenen Freitag informiert. Bei einem Besuch im Betrieb Löschner, der älteste Pulsnitzer Pfefferküchlerei, konnte er erfahren, dass Tradition und moderne Technik Hand in Hand gehen. Mit Martin Kotsch, dem Junior des Innungsobermeisters Peter Kotsch, ist hier die Nachfolge bereits gesichert. Doch auch generell sieht es bei der Nachwuchsgewinnung in der Branche gar nicht so schlecht aus. Thomas Schmidt informierte sich auch über ein neues Museumsprojekt, bei dem die Pfefferküchler eine wichtige Rolle spielen. Bürgermeisterin Barbara Lücke berichtete ihm vom Leben, Laufen, Lecker. Unter diesem Motto wollen Einrichtungen in Pulsnitz, Kamenz und Löbau zeigen, wie Museen im ländlichen Raum in der heutigen Zeit bestehen könne. Dafür stehen 1,5 Millionen Euro von der Bundeskulturstiftung zur Verfügung. Ab Juli starten die Bauarbeiten für das neue Arzt- und Pflegehaus in der Dresdner Straße in Welzow. Nachdem es kurz vor dem Baustart noch einmal zu Umplanungen gekommen ist, konnte der ursprüngliche Baustart im Mai nicht erfolgen. Ich bin endlich froh, dass es mit dem Bau losgeht, so Bürgermeisterin Birgit Zuchold. Weil nun endlich die Spekulationen zum Bau aufhören. Einige Einwohner haben geglaubt, dass der Neubau nicht realisiert wird. Doch nun werden die Bauarbeiten fest in den Arbeitsplan integriert. Die Fertigstellung des Rohbaus ist für Ende des Jahres geplant. Ab Mitte 2020 soll das Haus dann bezugsfertig sein. Am 23. Juni findet im Findlingspark Nochten das Kunstfestival Fine Art statt. Eröffnet wird der Tag mit einer Ausstellung des Landau-Gymnasiums in Weißwasser. Gemeinsam haben die Schüler Bilder, Fotos und Skulpturen unter dem Motto Faszination, Kohle, Landschaft, Technik gestaltet. Auf die Gäste warten spannende Workshops und Mitmachaktionen. Abgerundet wird diese Veranstaltung mit einem ganztägigen, kunterbunten deutsch-polnischen Kunst- und Handwerksmarkt.
Für musikalische Eindrücke im Park sorgen an dem Tag auch Triple Trouble aus Dresden mit Welthits im Taschenformat und Minka aus Polen. Die Pulsnitzer Bürgermeisterin Barbara Lücke bietet im Juni wieder 2 Stammtische an. Am 19. Juni sind Einwohner wieder aufgerufen, mit der Bürgermeisterin ins Gespräch zu kommen. Eingeladen ist in den Ratskeller Pulsnitz. Dort sind Interessierte eingeladen, mit der Bürgermeisterin zwangslos ins Gespräch zu kommen. Am 25. Juni gibt es im Schützenhaus Pulsnitz einen Stammtisch für Jugendliche. Sollten Themen angesprochen werden, die einer Vorbereitung bedürfen, wird darum gebeten, diese via Mail unter bürgermeister@pulsnitz.de bereits vorab zu schicken. Am 20. Juni lädt das Schlesische Museum Görlitz zu einem Diskussionsforum mit anschließender Ausstellungseröffnung ein. Zum Thema Minderheiten bereichern Europa will man der Frage nachgehen, ob und wie es gelingen kann, das kulturelle Erbe von Minderheiten weiterzutragen und ihre Brückenfunktion zu stärken. An der Diskussion nehmen Vertreter der Minderheiten in Deutschland sowie aus Ungarn und Polen teil. Ein besonderes Event in Schwarz stand am Pfingstwochenende in Leipzig auf dem Plan, denn alle Freunde des Welfgotik kamen in der Messestadt auf ihre Kosten. Mehr als 20.000 Besucher fanden sich zum weltweit größten Treffen dieser Art und die Leipziger Kollegen waren ebenfalls mit von der Partie. Mehr als 20.000 Besucher haben über Pfingsten in Leipzig das Welfgotik-Treffen gefeiert. Eines der Highlights der vielen Programmpunkte, das Leichenwagen-Treffen. Unter dem Motto Viva la Muerte, in Würde leben, in Würde sterben, stifteten die ca. 30 Wagen grausige Begeisterung. Teilnehmer Benjamin Wolf ist vom Fach. Vor schon einiger Zeit habe ich vom Leichenwagentreffen hier in Leipzig mal wieder erfahren. Bin selber alter Leipziger, kenne das WGT eigentlich schon viele, viele Jahre. Und mein Mitarbeiter hat mit ganz viel Liebe in den letzten Monaten das Fahrzeug wieder aufbereitet, was ich eigentlich schon lange abschreiben wollte. Und deswegen haben wir jetzt gedacht, wir kommen einfach mal hierher. Mit dem Treffen wollen die Veranstalter ein Zeichen für den Erhalt zeremonieller Bestattungswagen und andächtiger Friedhöfe setzen. Das schaurige Spektakel sorgte bei den Schaulustigen für Aufsehen. Ich bin schon das zum wiederholten Mal dabei. Voriges Jahr habe ich den Zug ja auch begleitet. Sind mit dem Fahrrad nebenher gefahren bis zum Südfriedhof. Heute hat es durch dieses technische Problem leider nicht geklappt. Also ich finde das eine originelle Idee. Auf diese Art und Weise einmal daran zu erinnern, dass das Leben nicht nur aus Leben und Spaß besteht, sondern auch aus dem Tod. Also auch Würde im Tod. Und dass das die Bestatter auf so eine originelle Art und Weise machen und auch super schöne, ich sag mal, zurecht gemachte Fahrzeuge zeigen. Auch super ganz alte. Das ist einfach toll. Cool, ästhetisch. Schmuck. Ist aber was Schönes. Das ist mal was außerhalb des Normalen oder so. Und gehört auch mit dazu zum Leben, der Tod. Und genauso die Bestattung. Und die Wagen sind der Schmuck. Die der von Ghostbusters war ja ohne Leichenwagen. Ja, finde ich super, finde ich spitze. Es könnte sogar noch ein paar mehr sein. Das passt einfach zum WGT, das gehört dazu. Es wäre schade, wenn man auf das verzichten müsste. Deswegen kann ich es nur begrüßen. Ich finde es absolut super. Und sehenswert sollte sich normalerweise wirklich auch mal jeder anschauen. Vom Hauptbahnhof aus bewegte sich der Konvoi über den Augustusplatz zum Johannesplatz, um schließlich am Friedhofsweg zum Stehen zu kommen. Am Montag dann ein anderes Bild. Die schwarze Szene setzte sich für Arten- und Umweltschutz ein. Gemeinsam mit Umweltaktivisten rief das Welfgotik-Treffen zu einem Trauermarsch auf. Tobias Theiss hat den Marsch mitorganisiert. Die Message ist, dass wir das Thema Artensterben erlebbar machen wollen. Das ist ein Thema, das allgemein bekannt ist, aber leider viel zu sehr aus den Köpfen der Menschen verdrängt wird und von der Gesellschaft ja einfach nicht hinreichend behandelt wird, unserer Meinung nach. Deswegen wollen wir hier ganz plakativ mit diesem Trauermarsch darauf aufmerksam machen, dass dieses akute Artensterben, das um uns herum stattfindet, Beachtung finden sollte. Die Spitze des Marsches bildete eine Gruppe Demonstranten mit einem Sarg auf den Schultern. Das hatte symbolische Gründe. Der Sarg steht für 1 Million Arten, die akut vom Aussterben bedroht sind. Im Mai ist eine Studie rausgekommen, die genau das belegt hat. Und darauf wollen wir aufmerksam machen. Das heißt, dieser Sarg steht symbolisch für die sterbenden Arten auf unserem Planeten. Nach einer kurzen Ansprache des Veranstalters setzte sich der Trauerzug um 14 Uhr in Bewegung. Vom Bayerischen Bahnhof aus ging es zur Moritzbastei, wo Star-Kriminologe Marc Benecke eine kurze Rede hielt. Anschließend bahnte sich der Trauerzug seinen Weg durch die Leipziger Innenstadt, um schließlich am Hauptbahnhof zum Stehen zu kommen. In der Drehscheibe folgt nun der tägliche Blick in den Polizeibericht.
Bei einem Unwetter am Montagabend in Zittau stürzten mehrere Bäume um und landeten auf der Straße. Aufgrund liegen gebliebener Äste und Bäume sowie Dachziegel und Müllresten wurde in Zittau und Olbersdorf, als auch in Eubin sowie Eichgraben in der Nacht die Straßen gesperrt. Die Feuerwehren waren noch bis in die Morgenstunden im Dauereinsatz. In Olbersdorf stürzte ein Baum auf eine Stromleitung. Die Feuerwehr Olbersdorf sicherte die Stelle weiträumig ab, um eine Gefahr für Anwohner auszuschließen. Der verständigte Strombetreiber kümmerte sich um die Abschaltung des Netzes, damit die Kameraden am Dienstag den Baum beseitigen konnten. Die Stromleitung wurde durch den Baum durchtrennt und muss ebenfalls ersetzt werden. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagvormittag auf der B96 zwischen Oberkainer und Ebendörfel. Dabei wurden 4 Personen verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache musste der Fahrer eines Skodas bremsen, worauf 2 weitere Pkw auffuhren. Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort. Die verletzten Personen wurden anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Bundesstraße war für 2 Stunden gesperrt. Am frühen Dienstagmorgen hat ein Quadfahrer in Löbau die Flucht vor der Polizei ergriffen. Während der überstürzten Fahrt geriet das linke Vorderrad gegen einen Bordstein und wurde dadurch beschädigt. Dabei stürzte die 32-jährige Beifahrerin auf den Asphalt, wo die Beamten sie wenig später aufgriffen. Sie blieb unverletzt. In ihrer Kleidung entdeckten die Polizisten eine geringe Menge Rauschgift. Auf die junge Dame kommt ein Vermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu. Das Quad fanden die Beamten wenig später verlassen an der Eckener Straße. Sie stellten es anschließend sicher. Von dem entflohenen Fahrer fehlt bislang noch jede Spur. Die Ermittlungen dauern an. Innerhalb weniger Stunden haben sich Unbekannte am Montagnachmittag an 4 Pkw in Hirschfelde zu schaffen gemacht. Sie stahlen diverse persönliche Dinge, einen Laptop sowie ein Smartphone. Der Verlust der Gegenstände betrug ca. 5.000 Euro. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Am Montagabend gegen 22.45 Uhr wurden Rettungskräfte zu einer Rauchentwicklung auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses alarmiert. Sofort rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an. Mit Atemschutz betraten Kameraden die betreffende Wohnung. Schnell konnte Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich um angebranntes Essen. In der Nacht zum Montag konnten 2 Baustellendiebe in Weißwasser auf frischer Tat gestellt werden. Eine aufmerksame Bürgerin rief die Polizei, als sie Geräusche im Bereich der Baustelle gehört hatte. Dort erkannte die Zeugin 2 männliche Personen, die augenscheinlich die Sicherungslampen der Baustellenabsperrung entwenden wollten. Eine Streife des örtlichen Reviers begab sich vor Ort und stellte die beiden 25 und 30 Jahre alten Männer. Gegen die beiden Täter wurde Anzeige erstattet. In der Nacht von Samstag auf Sonntag begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Logistikfirma im Hoyerswerder Ortsteil Zeisig. Gewaltsam öffneten sie ein Rolltor, was zu einer Werkhalle führte. Über die Werkstatt gelangten die Unbekannten in den Bürotrakt, wo sie anschließend die Räumlichkeiten durchsuchten. Zum jetzigen Zeitpunkt konnte noch nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich allerdings auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Sonntagvormittag ereignete sich an der Kreuzung Schecktal und der S95 Richtung Ossling ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die 72-Jährige kreuzte die S95, ohne auf einen vorfahrtsberechtigten 69-jährigen Fahrer eines Pkw Wartburg zu achten. Der Schaden am Fahrzeug ist mit etwa 1.200 Euro angegeben. Unbekannte entwendeten in der Nacht von Sonntag auf Montag in Nieske einen abgestellten weißen Mercedes Sprinter von einem Grundstück. Der LKW mit dem amtlichen Kennzeichen BST1276 hatte einen Zeitwert von etwa 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Fahrzeug wird international gefahndet. Wir machen eine kleine Pause und sind in ein paar Minuten wieder zurück. Bleiben Sie also dran. Wohnen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Tolle Wohnungen, super Kultur- und Freizeitangebote, Kita, Schule, Spielplatz, Stadtbus, Arzt und Krankenhaus. Alles gleich um die Ecke. Willkommen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda.
Aktuelle Meldungen aus der Region haben wir jetzt noch einmal kompakt zusammengefasst. Das mittlerweile vierte Beachhandballturnier in Hoyerswerda endete am Samstag mit einem neuen Teilnehmerrekord. 160 Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren kämpften auf der Beachanlage im Stadtzentrum um Sieg und Punkte. Gespielt wurde um den Pokal des Wochenkurier, den sich am Ende die Mannschaften des LAV Hoyerswerda, der Sportschule Cottbus und des OHC Bernstadt in den einzelnen Altersklassen sichern konnten. Neben den Wettkämpfen hatten die Organisatoren vom Hoyerswerda Leon Foucault Gymnasium auch für ein Rahmenprogramm gesorgt. So konnte beispielsweise Nico Köppner mit 99 km/h den Wurfgeschwindigkeitstest für sich entscheiden. Außer dem sonnigen Wetter trug nicht zuletzt auch die Tombola ohne Nieten mit attraktiven Preisen wie Freikarten für die zweite Handball-Bundesliga zum Gelingen bei. Für das Kraftwerkslabor der Hochschule Zittau-Görlitz endet am 30. Juni die aktuelle Projektphase. Im Rahmen einer Transferveranstaltung will die Institutsleitung daher am 21. Juni einen Überblick über das seit der Eröffnung 2015 Erreichte geben. Die Zittauer Wissenschaftler forschen an drei Großprojekten, unter anderem zur berührungsfreien Lagerung von Turbinenwellen, zur gleichzeitigen Nutzung von Kraftwerkstechnik für Kohle und erneuerbare Energien sowie zur thermischen Verwertung von organischen Rohstoffen aller Art. Damit leisten wir einen Beitrag zur Dekarbonisierung der Wirtschaftskreisläufe und den damit verbundenen Umbau des Energieversorgungssystems in Deutschland und der Lausitz, so Institutsdirektor Alexander Kratzsch. Zu DDR-Zeiten war Zittau die wichtigste Ausbildungsstätte von Ingenieuren und Technikern im Energiebereich. In nur 10 Minuten zur Lehrstelle wirbt die Agentur für Arbeit für ein Azubi-Speed-Dating am 19. Juni in Bautzen. 30 Unternehmen stellen ihren Ausbildungsplatz in der Zeit von 14 bis 18 Uhr im BITS vor und Jugendliche können sich direkt vor Ort bewerben. Die teilnehmenden Firmen und die angebotenen Berufe sind auf der Internetseite www.dresden.ihk.de/azubi-speed-dating zu finden. Eine Anmeldung zum Termin ist nicht erforderlich. Trotzdem sollte man gut vorbereitet und mit kompletten Bewerbungsunterlagen erscheinen, weist die Agentur hin. Die Stadt Kamenz und die Stadt Pulsnitz veranstalten am Samstag eine Fahrraddemo. Der langersehnte Radweg zwischen Gersdorf und Kamenz entlang der Staatsstraße 95 wird nicht weitergebaut, weil die S95 neu ausgebaut werden soll, so das Landesamt für Straßen und Verkehr. Nun soll auf der Strecke die gesamte Staatsstraße plus Radweg neu gebaut werden. Im Moment ist nur der Vorentwurf fertig und einen Termin für den Baubeginn gibt es bislang noch nicht. Die ersten Radwegpläne gehen bis in die 1990er Jahre zurück. Die Verbraucherzentrale Sachsen bietet am 19. Juni eine kostenlose Energieberatung an. Beratungsschwerpunkte sind Strom- und Heizkosten, Heizkostenabrechnungen, Wärmedämmung, baulicher Feuchteschutz, Austausch von Heizungsanlagen, Einsatz erneuerbarer Energien sowie Fördermittel für energetische Sanierungen. Eine telefonische Terminvereinbarung ist unter der Rufnummer 0800 809 802 400 möglich. Die Beratung ist kostenfrei. Nach einer kurzen Pause sind wir mit dem Wetter und den Veranstaltungstipps für Sie wieder da. Wir sind an Heimatgeschichten interessiert. Gibt es in Ihrem Ort wichtige Ereignisse oder Persönlichkeiten, die in unseren historischen Kalenderblättern unbedingt erwähnt werden sollten? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an info@lausitzwelle.de. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Die ältesten Zeugnisse der Lautaer Dorfkirche stammen aus dem Jahr 1457. Damals wurden zur Unterhaltung der Kirche 20 Hufen, also Gehöfte, und ein Seelsorger zugesprochen. Aus dieser Zeit der Gotik stammen die Spitzbogentür an der Südseite mit altem Beschlag und je ein Fenster im Süden und im Osten sowie der achteckige Taufstein mit alten Mustern und Inschriften. Ob
die geschnitzte Holzfigur Christus auf der Rast zur ursprünglichen Ausstattung gehörte, ist ungeklärt. Die Jahreszahl 1652 ist wohl das nächste markante Datum und auf einer der Säulen und auf der Taufschale angebracht. 5 Jahre später ließ die Gemeinde den Altar anfertigen und 1660 die Kanzel bauen. Neben der Kirche steht der Glockenturm. 2 Glocken hängen hier und rufen zum Gebet. Die eine, etwas kleinere, ist die Laurentiusglocke. Sie diente übrigens als Modell für das Lautar Stadtwappen. Die Glocke selbst stammt aus der Kapelle auf dem Koschenberg, die nach der Reformation verfiel. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Beim Kulturbund in der Langstraße in Hoyerswerda ist am Mittwoch wieder Klöppeltreff. Interessierte können ab 9.30 Uhr mitmachen. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda kann am Mittwoch ab 14 Uhr bei der Keramik AG und ab 15 Uhr auch in der Kreativwerkstatt gebastelt werden. Die AGs Holz und Elektronik im Natz in Hoyerswerda Markt laden am Mittwoch ab 14 Uhr zum Mitmachen ein. Bergfest ist das Motto am Mittwoch ab 14 Uhr im Jugendclubhaus Ossi in Hoyerswerda. Es stehen die offenen Hausangebote und der Internetpoint zur Verfügung. Um 15.30 Uhr beginnen die Proben beim Tanztheaterprojekt. Beim Nachbarschaftshilfeverein im Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda beginnt am Mittwoch um 15 Uhr eine Kindermärchenstunde. Das nächste Treffen der Gruppe Chronische Schmerzen findet am Mittwoch ab 15 Uhr in der Selbsthilfe-Kontaktstelle Schulstraße 5 in Hoyerswerda statt. Sie erhalten die Möglichkeit, über ihre Sorgen und Nöte in einem diskreten und geschützten Rahmen zu sprechen. Clubnachmittag ist am Mittwoch beim Spätleseverein in Hoyerswerda in der Boiler Bar. Um 14 Uhr beginnt ein Spielenachmittag. In das Cinemotion in Hoyerswerda wird am Mittwoch zum Kino für Kenner eingeladen. Ab 18.30 Uhr läuft der Streifen Das Familienfoto. Am Abend gibt's dann eine Männer-Preview dort. Es wird ab 20 Uhr Man in Black International zu sehen sein. In der Beachvolleyballanlage in der Straße des Friedens in Hoyerswerda kann, organisiert vom Nachbarschaftshilfeverein, am Mittwoch ab 19 Uhr wieder Freizeitvolleyball gespielt werden. Und mit der Veranstaltung unter dem Motto Regional genießen, nach meinem Geschmack Ernährung bei Diabetes am Mittwoch um 19 Uhr im Ernährungs- und Kräuterzentrum auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda startet die neue Seminarreihe Treffpunkt Gesundheit. Sie verbindet einen medizinischen Fachteil mit praktisch umgesetzten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen. Beginn also am Mittwoch um 19 Uhr auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda. Nachts sind weitere Schauer und kräftige Gewitter bei Tiefstwerten um 18 Grad möglich. Am Mittwoch anfangs noch Gewitter, im Verlauf länger heiter bei 33 Grad. Am Nachmittag und Abend kann es erneut teils kräftige Gewitter geben. Am Donnerstag länger Sonnenschein, dazu wird es mit maximal 27 Grad etwas kühler. Am Freitag Sonne pur und 32 Grad maximal. Das war die Drehscheibe vom Dienstag. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut und tschüss.